Hallihallo und herzlich willkommen bei Frage. Mein Name ist Hase und ich weiß von nix. Oder wie es jemand mal ein wenig weiser ausgedrückt hatte: Ich weiß, dass ich nix weiß. Und das ist schon eine ganze Menge. Ja. So. Und ja, ihr fragt euch jetzt, warum habe ich eigentlich diesen Kanal aufgemacht, etc. Und zwar ganz einfach, man weiß heutzutage so viel. Wir sind im Zeitalter des Wissens. Aber eigentlich wissen wir doch ja nichts, oder? Also wissen wir wirklich viel? Nein. Also irgendwie nein. Also ich glaube nein und vielleicht aber auch doch. Und ja, darum geht es aber eigentlich im Grunde. Was wissen wir überhaupt? Und ja. Es gibt ja auch immer diesen Zwiespalt, ne? Glauben ist nicht Wissen, aber man glaubt auch nur zu wissen. Und boah, puh, was soll man eigentlich überhaupt noch glauben? Oder was denkt man zu wissen? Und. Also es gibt ja tausend Fragen da draußen. Ne? Und diesen Fragen, die wollen wir mal so ein bisschen auf die Spur gehen. Ein bisschen zusammen, sage ich auch mal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich weiß was, im Scheißhaus brennt Licht, Herr Lehrer oder sonst was, sondern es geht wirklich darum, miteinander ein wenig zu schauen, zu diskutieren, zu klamüsern, etc. Also zu sehen, okay. Das sollen wir wissen oder das glauben wir zu wissen oder ähnliches und darüber ein bisschen zu diskutieren auch. Also sprich, das, was ich eigentlich schon oftmals in meiner doch mittlerweile länger andauernden YouTube-Streamer sonstigen Dings habe, so bin ich auch auf die Idee gekommen, Mensch, wir haben da öfter mal so Fragen über Gott und die Welt und keine Ahnung was. Und ja, warum nicht mal wirklich einen Kanal damit aufmachen und darüber diskutieren und sonstiges? Also nicht verwechseln mit dem anderen Frage zu euch, ne? Also gute Frage, nett oder sonstiges. Ist auch toll, muss ich sagen. Und ja, aber nicht, dass ihr jetzt keine Ahnung, was für Fragen fragt, sondern es soll schon ein bisschen so in die Richtung gehen. Auch anderen Leuten vielleicht ein bisschen zu helfen oder ähnliches mit dem Wissen, was man so weiß oder keine Ahnung oder glaubt zu wissen oder ja, also gut, es kann sein, dass wir ein bisschen Richtung Esoterik kommen, Richtung Glaube oder Nicht-Glaube oder was kann ich glauben, was kann ich nicht glauben? Nö. Ja, weil wahrlich, ich sage euch, ihr könnt nur das begreifen oder ähnliches oder etc., wozu ihr bereit seid zu glauben. Ne? Das ist auch so eine Sache. Deswegen sagt man auch Horizonterweiterung etc., pipapo. Sprich, oder wie jemand schon sagte, ich denke, also bin ich. Oder man könnte auch sagen, so wie ich denke, bin ich. Ja, also wie ich über mich selbst denke, wie ich über Gott und die Welt denke, wie ich sonst wie denke, so ist es wahrlich. Ja, also, aber auf diese Fragen zum Beispiel werden wir auch näher eingehen, etc. Warum ist das eigentlich so? Ja, es gibt immer so tolle Sprüche, ja, so, haha, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst, etc. Ja, die sind toll und großartig und klingen wie ein Werbeslogan. Ups, was? Ja. Echt mal. Wenn man so nachdenkt, ja. Ne? Wenn der kleine Hunger kommt, ist dir ein Piepsas. Ne? Ihr kennt es schon. Also auch die Werbeindustrie und sonstiges bedarf sich solcher tollen Sätze. Oder ja, wir schaffen das. Und so, also nicht nur die Werbung tut, sondern auch andere Dinge auf dieser Welt. Und ja, wo man dann auch immer so hinterfragt, was schaffen wir überhaupt? Oder was schaffen wir nicht? Glauben wir, dass wir es schaffen? Es wird uns Glauben gemacht, aber schaffen wir das wirklich? Was schaffe ich? Oder bin ich in Selbstzweifeln? Weil wenn ich in Selbstzweifeln bin, kann ich nichts schaffen.
Das ist Fakt, zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, solche Dinge, die euch ein wenig, sage ich mal, auch, ja, auf Trab halten, nee, mir fällt das Wort gerade nicht ein, beschäftigen, die mich beschäftigen, etc. Genau. Und die einen so ein bisschen quälen, auch im Leben, etc. Den möchte ich ein bisschen nachgehen. Da ein bisschen reinforschen, da ein bisschen gucken, okay, was ist mein Wissensstand, was ist euer Wissensstand und was können wir wahrlich daraus machen?